Mein Name ist Nicolas Renny. Ich bin heute zum ersten Mal in Biel, obwohl ich Schweizer Staatsbürger jedes Jahr in der Schweiz bin und freue mich sehr, da zu sein. Dieser Bau ist großartig, diese Robert-Walser-Skulptur. Auch meine Kinder, 8 und 5, sind hochbegeistert, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, ich bin Germanist, in den USA aufgewachsen, ausgebildet. Ich habe dort auch promoviert in den USA. Mein Bereich ist eigentlich eher das 18. Jahrhundert, obwohl ich mich auch mit den Autoren der Frankfurter Schule beschäftige, auch mit Nietzsche. Ich habe mich auch sehr intensiv mit Nietzsche beschäftigt. Mein Projekt, an dem ich jetzt eigentlich arbeite, also das größere, ist ein Buch zu Gotthold Ephraim Lessing, zu Gedächtnis und Erinnerung bei Lessing. Und Walser habe ich eigentlich immer nur aus eigenem Interesse gelesen, aber nicht, weil ich einen Vortrag vorzubereiten hatte oder sonst aus beruflichen Gründen. Und vor 2 Jahren bin ich dazu eingeladen worden, bei einer Robert-Walser-Tagung in Bern vorzutragen. Spazieren muss ich unbedingt, hat die Tagung geheißen. Es war wunderbar, wunderschön. Auch da habe ich zu Lessing, nicht zu Walser, zu Lessing vorgetragen. So war das auch vorgesehen. Und jetzt aber trage ich eben zum ersten Mal zu Walser vor. Und das ist für mich ganz was Neues. Ich bin sehr froh, das machen zu dürfen. Das hat mich auch etwas unter Druck gesetzt, was auch gut ist. Und da habe ich mir Überlegungen gemacht. Zunächst einmal zu diesem relativ kurzen Text, der Spaziergang. Das ist ein Text, der mir sehr nah ist. Den habe ich schon im Unterricht auch behandelt, an der Uni. Und der Text hat mich, wie soll ich sagen, hat mich sehr interessiert und hat mich nicht losgelassen. Und da bin ich auf den Gedanken gekommen, da sind bestimmte Aspekte gerade dieses Textes. Und dann habe ich gedacht, mit der Zeit, generell auch bei Walser, die mich an einen anderen Lieblingstext erinnern, nämlich den Don Quixote von Cervantes, vom großen spanischen Schriftsteller. Da ist eine Kombination von Enthusiasmus und von Trauer, von Komik und von tragischer Überlegung, von Wehmut bei Walser wie bei Cervantes oder jedenfalls in diesem Roman Don Quixote. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Bei Walser gibt es ja Figuren, die sich auch mit ganzem Herzen bestimmten Illusionen hingeben. Wobei man dann auch merkt, dass diese Fantasien, die da beschrieben werden, auch ironisch gebrochen sind, sehr oft. Das heißt, man merkt, wer erzählt oder die Figur, die gerade diesen Traum hat, diese Fantasie, gleichzeitig das Fantastische, gleichzeitig das, was fantasiert wird, reflektiert. Und auch das hat mich jetzt in Bezug auf Don Quixote interessiert, denn bei Don Quixote, das ist ein sehr komplexer Roman, bekanntlich. Das ist ein gerade psychologisch sehr komplexer Roman. Und Don Quixote ist eine sehr komplexe, hat eine sehr komplexe Psychologie. Und ich würde sagen, dass man bei Don Quixote, bei dieser sehr berühmten Romanfigur, nie ganz weiß, und die anderen Figuren sind da auch neugierig,
inwiefern sich dieser Don Quixote dessen bewusst ist, was er macht. Und inwiefern glaubt er wirklich, in diesem früheren Jahrhundert zu leben? Glaubt er wirklich, ein Ritter zu sein, wie diese Ritter vorkommen in den ganzen Ritterromanen, die er gelesen hat, bis er, wie der Erzähler des Romans auch sagt, den Verstand verloren hat? Hat er wirklich den Verstand verloren? Oder weiß er vielleicht, was er macht? Und macht er das vielleicht, weil es für ihn wichtig, vielleicht auch lebenswichtig ist, sich diesen Fantasien hinzugeben, sich denen zu widmen? Und da sind bestimmte Momente in diesem Roman von Cervantes, wo Don Quixote sagt, ich weiß ganz genau, was ich mache. Oder so können bestimmte Stellen jedenfalls verstanden werden. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Und ich weiß ganz genau, dass es mir wichtig ist, dass ich das, was ich mache, fortsetze. Dass ich diese Illusionen sozusagen fortsetze. Und nur ganz am Ende dieses sehr, sehr langen Textes wacht Don Quixote aus seinem Fieber auf und sagt, das ist alles Irrtum gewesen, das war alles Wahnsinn, jetzt erkenne ich die Wirklichkeit, wie sie auch von euch allen akzeptiert wird. Ja, und dann stirbt er. Er wird vernünftig und mit dieser Vernunft stirbt er. Und das Ende des Spaziergangs, also des Textes, der Spaziergang von Walser, hat, finde ich, etwas Ähnliches. Der Spaziergänger hat sich im Laufe dieses einen Spaziergangs bzw. dieses einen Tages hat unendlich viele Fantasien aufgebaut, sage ich mal. Zum Teil auch nur durch eine auf sehr komische Weise floskelhafte Sprache, durch die Blume reden, wenn man will, was auch so bestimmte Welten entstehen lässt, auch innerhalb eines einzigen Gesprächs bei der Bank, beim Schneider, bei irgendwelchen Bekannten. Und erst am Ende dieser Erzählung, oder ich soll sagen, am Ende der Erzählung setzt so definitiv eine Nüchternheit ein, die sich schon immer wieder zwischendurch im Text hat zeigen lassen. Aber am Ende sind plötzlich alle Floskeln weg. Diese barocke, schwärmende Sprachgestik, das fällt weg. Der Erzähler, also der Ich-Erzähler, der Spaziergänger, beschäftigt sich wieder mit der Frage seines Todes, mit der Frage des Endes, eben nicht nur des Spaziergangs. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da geht ihm am Ende das Leben aus. Es ist nicht so, dass er jetzt in diesem Text sterben würde. Das wird nicht gesagt. Er kehrt nach Hause zurück. Aber etwas, da ist ein Leben, eine Art Lebendigkeit, was am Ende verschwindet. Etwas stirbt am Ende. Und da sehe ich eine Parallele zu diesem anderen großartigen Text, eben zu diesem Roman von Cervantes. Und heute versuche ich in meinem Vortrag, diese Gedanken etwas auszubauen. Da bin ich zum provisorischen Schluss gekommen bei der Vorbereitung dieses Vortrags, dass die Herr K.
Knecht-Beziehungen, mit denen sich Weisel geradezu obsessiv beschäftigt in einer Reihe von Texten. Jakob von Gunten, im Gehülfen, in diesen Romanen, in kleinerem Maße, aber auch in anderen Texten, auch im Spaziergang, wo der Spaziergänger im Laufe eines ganz normalen Alltags auch Riesen begegnen kann, Märchenfiguren. Da sind immer wieder diese Verhältnisse zwischen, also ich habe Herr Knecht, Herr und Knecht gesagt, Beziehungen, die durchaus etwas Märchenhaftes haben, zwischen einer Machtfigur und einer anderen Figur, der des Unterworfenen, des Untergebenen. Und was mich interessiert, ist, dass diese Beziehung zwischen Macht und Ohnmacht, und dann, das kann sich auf vielerlei Weise ausspielen. Gerade die Mächtigen, wenn man so will, oder die Herren können manchmal die Schwachen sein. Und gerade die Diener, die Gehülfen, können auch die Starken sein. Manchmal sind es gerade die Ohnmächtigen oder die relativ Machtlosen oder die sich für machtlos halten, die tollsten Fantasien entwickeln, aber nicht nur einfach irgendwelche Fantasien, sondern auch Fantasien, in denen sie entweder ganz und gar machtlos werden oder großartig an Macht gewinnen, auf richtig krasse Weise manchmal. Ich werde im Vortrag eine Stelle aus Jakob von Gunten zitieren. Und bei diesen Stellen merkt man aber so eine Ambivalenz. Was bedeutet denn, was würde das überhaupt bedeuten, mächtig zu werden? Und etwas genauer gesagt, und was bedeutet es auch, schwach oder ohnmächtig zu sein oder zu werden? Und meine etwas speziellere Frage ist, was verbindet diese Fantasien, diese Macht- und Ohnmachtvorstellungen mit der Frage der Sprache, des Erzählens, des Kunstproduzierens? Worin besteht die Macht oder auch die Ohnmacht des Erzählers? Aber der Erzähler baut immer irgendwas. So ambivalent, das so also ironisch gebrochen das auch sein mag. Er oder die Erzählerin, sie baut immer etwas auf. Und dieser Aufbau von Fantasien, von dieser Aufbau von Machtgestalten, das interessiert mich. Und mich interessiert, wie die Sanchos, sage ich mal. Mein Vortrag heißt Robert Walser und der Ritter von der traurigen Gestalt. So heißt Don Quixote nämlich im Roman. Der Ritter von der traurigen Gestalt. Und 1917 hat Franz Kafka einen sehr kurzen Text geschrieben, der heißt Die Wahrheit über Sancho Panza. Zwei Sätze lang ist das. Und er macht den Vorschlag, und man findet was Ähnliches übrigens auch etwa bei Paul Auster in seiner Trilogie City of Glass. Kafka macht den Vorschlag, dass es vielleicht doch der Sancho ist. Also der Diener eben. Sancho Panza ist Don Quixotes Diener. Dass es vielleicht gerade der Diener Sancho Panza ist, der all diese Geschichten, diese tollen Geschichten, diese Abenteuer erfunden bzw. bewerkstelligt hat. Vielleicht ist Don Quixote, also der Herr dieses Knechts, eigentlich das Produkt, das Werkzeug eben dieses Knechtes.
Ja, und mit diesem Gedanken bin ich dann eben zu bestimmten Texten Walsers zurückgekommen. Und ich habe mich gefragt, inwiefern spielt vielleicht bei diesen Fantasien eine solche Dynamik die Rolle? Inwiefern erkennen wir vielleicht, manchmal vielleicht sogar immer wieder in Walsers Texten ein Sancho, eine unscheinbare Figur, eine Figur, die vielleicht sogar auf ihre Machtlosigkeit besteht, in der aber sich dieses Potenzial befindet, nicht nur eine ganze Welt zu produzieren, wie man das eben in seinen Fantasien macht, sondern vielleicht sogar alles selber zu bewerkstelligen, alle Machtverhältnisse aufzubauen, alles, was diese Figur auf der Oberfläche unterworfen zu sein scheint. So, das ist jetzt mein Versuch bei meinem Vortrag heute. Das wäre meine These.